Okay, Gewitter im Kopf oder Roomtour? Ah, doch, scheiß drauf, Gewitter im Kopf. Das ist damals leider gescheitert. Und dann bin ich mal sehr gespannt, wer heute mit ein paar blauen Flecken nach Hause gehen wird. Ja, ich hoffe, ich nicht. Vielen, vielen Dank auch nochmal an Enzo und Daniel, die das Ganze hier überhaupt ermöglichen. Gern geschehen. Und Leute, falls ihr mal Bock habt, Paintball, Laser Tag oder VR-Games zu machen, dann schaut auf jeden Fall mal auf der Webseite von diesem schönen Laden vorbei. Und klar, natürlich. Checkt das Ganze. Hä? Oh. Kannst du auf jeden Fall mal ab. Okay, danke schön für das Sub. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Also schon mal vorweg, tut das sehr weh? Ja. Oh nein. Paintball tut wirklich, glaube ich, weh, oder? Darf man bei Paintball messern? Also kann man bei Paintball actually jemanden? Darf man, oder? Also mit einem echten Messer? Empfindlich bist du sowieso. Scheiße, ich bin wirklich ein bisschen empfindlich. Ach, dann wird das gleich lustig. Kannst du den ganzen Hass irgendwie rauslassen? Komm mir einmal mit, dann zeige ich euch, wo die Halle sich befindet. Hey, ich glaube, ich war da schon mal. Nee, war ich nicht. Danke. Bitte, bitte. Dankeschön. Boah, Jan. Das ist nice. Das ist ja übertrieben das ist echt, nice. Hier liegen überall noch diese Kugeln auf dem Boden. So, dann passt mal deinen Schuhen auf, ne? Wie ja. Du schon spürst, ne, es ist... Oh, es ist sogar ein bisschen rutschig, ich merke genau, es gerade. Ne, also boah, kann man auch so über den Boden sliden? Das tun sogar viele. Echt? Das tun sogar viele, viele tun... die springen von einer Seite in die anderen, sliden durch das Feld, also es gibt alles. Hey, es ist so geil, ich feiere es jetzt schon, wir haben nicht mal angefangen. Die sind so hart. Und wie du siehst, hier haben wir eine 68er Kaliber. Fass mal an. Die sind dicker. Also das sind die Kinderkugeln? Nee, das sind auch normale Kugeln. Kinderkugeln. Ne? Aber es gibt ja unterschiedliche halt Dicke. Es gibt halt 50er Kaliber, 68er Kaliber und... Er hat gerade gecheckt, dass da Farbe drin ist. Weiter. Hast du gerade die Kugel zerdrückt? Ja, ich wollte gucken. Also ich glaube, wenn du die abkriegst, ich glaube, das ist schon unangenehm. Ich glaube, ich habe noch irgendein Bild von einem Kunde, der eine Platzwunde sogar hatte. Von einem Treffer. Kann ich dir gerne auch noch zeigen. Was machen wir? Ja. Ich such's gleich für dich extra raus. Ihr könnt ja mit dem Pullover starten und wenn es dann zu warm wird und ihr sagt, ey, so passt geht. Ey, einfach nackt Paintball ist so das Schlimmste, oder? Das jetzt auch nicht. Ja. Vor allem die Schmerzen, die kommen ja erst heute Abend zurück. Ja, jetzt ein bisschen Adrenalin. Wie sich das anhört. Alle Digga, denken jetzt, warum das weh? So eine Scheiße. Ah ja, aber ich glaube, das wird sehr lustig. Aber das ist ein geiler Schmerz. Ja, ne? Das ist ein geiler Schmerz. Uns hat halt auch interessiert, wie die Ticks sich auf diese Markierer und so verhalten. Mhm. Ob dann irgendwelche Ticks ich noch... Ich markiere dich. Ja, das glaube ich sogar. Ich glaube sogar mehrmals. Ja, ja, okay. Sollen wir uns umziehen? Okay, machen wir. 3, 2, 1. Wow! Digga, einfach deutsche Bauarbeiter. Okay, wir sind umgezogen. Wir sind umgezogen. Ist es ein Notfall, wenn Jan mich zu sehr abschießt und ich wegrennen muss? Dann renn bitte immer hier in den Safety-Bereich, weil hier sind wir im Safety-Bereich. Ich halte mich nicht an den Safety-Bereich. Hier drinne darf nicht geschossen werden. Ja, merkt ihr das. Und hier drinne darf die Maske nicht ausgezogen werden. Das heißt, hier drinne ab. Hier drin ist Maskenpflicht. Okay, die Maske oder die Maske? Die Maske könnt ihr gleich drunter ausziehen, okay. Wenn ihr die andere anhabt. Okay. Ja, aber die richtige Maske, die Produktion, also die Schutzmaske. Ach so, das war damals eine Foltermethode im 13. Jahrhundert mit Paintball. Okay, gut zu wissen, danke. Maske müsst ihr anlassen. Okay. Ja, wenn ihr gleich auf dem Feld geht, wieder von rechts. Holy, was für eine Waffe. Drückt den Knopf und dann könnt ihr... Boah, Digga, wie heftig ist das denn? Ey. Kann man da auch... Was wäre jetzt tendenziell, also so dumm gefragt, wenn ich jetzt einfach da Steine reintue? Also wenn ich jetzt auf dem Paintballfeld quasi einfach mit Steinen schieße? Ey, lass das mal bitte nicht machen. Jetzt merk mal, eine Kugel. Alles gut. Geil. Ja? Alter, ich hab grad voll Angst. Erschreckt man sich, wenn man einen abkriegt, safe. Das geht, ne? Ja, okay. Ne? Der erste. Das sind eure Masken. Die bitte ab dem Sicherheitsbereich immer anziehen. Na klar. Ja, schützt euch vor den Kugeln im Gesicht und im Kopfbereich. Wenn ihr jetzt gleich hier reingeht. Hilfe. So, hier. Man sieht immer so, oh, das kriegt man doch gar nicht aus den Haaren, wenn das da reingeschossen wird, oder? Rechts. Stopp. Dann wirst du wegen Körperverletzung angeklagt, ja, oder wegen Dummheit freigesprochen. Jungs, stopp. Aber hier rechts könnt ihr die Hüterli jetzt aufhängen, abmachen und aufhängen. Oh nein, ich will nicht. Das ist mir alles zu real. Ey, bei Gott. So, und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Danke. Ach, gibt's keine Regeln? Die können. Wie? Ja, ich habe euch gesagt, wer getroffen ist, geht raus. 2 Meter Abstand. 2 Meter Abstand. Und Maske anlassen. 2 Meter Abstand bei Paintball. Okay, ja, wir achten vor allem auf den Abstand. Ey, ich verlass mich wirklich auf dich. Ich hab wirklich mich Angst. Auch auf dich. So, es geht los in 3, 2, 1. Oh, das war der Carsten. Einfach auf den Falschen geschossen. Hast du ihn abbekommen? Ich hab die verwechselt. Mit den Ticks natürlich interessant, ne? Au! Boah, Digga, Jan hat einen richtigen Killerinstinkt. Junge, Jan!
Das tut voll weh, Stefan! Geil. Oh mein Gott, Digga. Alter, das tut übertrieben weh. Warte schon, ja, später, Bro. Kriegen wir hin. Alter, Jan, du bist voll gut. Habe ich dich überhaupt schon mal getroffen? Ja, du hast mich getroffen. Ich kann nicht mehr, ne? Dann rauch weniger Shisha. Recht. Erste Frage. Wie lange dauert der 30-jährige Krieg? 30 Jahre. Ja, 30 Jahre. Er war schneller. Als ob das mit Schnelligkeit geht. Natürlich, er wollte mich zuerst antworten, hat gewonnen. Na klar. Ich weiß sogar, von wann bis wann der ging. Okay, wenn du sagst, von wann bis wann, kriegt er 2 Kugeln. Halt, nein! Was? Wer macht hier die Regeln? Der Showmaster. 1608. Oh, warte mal ganz kurz. 14 bis 1648. Der hat recht. 2 Kugeln. Der kommt hier ins Team rein und fragt, was wir machen. Oh, scheiße. Und? Oh, das war mein Arm. Ich musste halt, ja, nicht, wenn die irgendwas Geiles spielen, wo ich mitspielen kann, klar. Spark hat dir geschrieben. Ja, ich wollte auf den Rücken ziehen. Oh, das tut gar nicht weh. Ich hab Angst! Aber Jans Ticks halten sich komplett in der Grenze, in Grenzen, ne? Also es geht voll klar. Ich dachte, er ist viel mehr am Schießen. Also, Krieg verändert Menschen, ja, true. Mr. Justin, dankeschön. Ich hab so Angst, ne? Mein Gott, ich hab so Angst. Ey, das bringt, ne? Ey, ich hab das echt unterschätzt. Au! Wie bist du da hingekommen? Ha! Frosch, dankeschön. Der campt voll. Hast du schon was abbekommen, nee? Das ist doch easy. Ist Campen erlaubt? Jan, Campen ist verboten. Ich blute halt. Boah, der Sound, ne? Einfach schon an der Hand. Aua. Wieso haben die keine Handschuhe an? Klär ich später ab. Dankeschön. Hast du schon viele Treffer abgekriegt? Ja. Hast du schon viele Treffer abbekommen? Ein paar, ja. Einige Monate haben 30 Tage. Einige haben 31 Tage. Wie viele Monate haben 28 Tage? 12. Einer. Was? Jeder Monat. 12? Monat hat einen 28. Tag. Februar. Stimmt. Ja, stimmt. Nein, jeder Monat. Er hatte richtig. Stimmt. Oh mein Gott, ich bin so dumm. Er hat doch gar nichts gesagt. Ich hab 12 doch, gesagt. Doch, er hat 12 gesagt. Ich hab gar nichts gehört. Oh! Du hast am Arm getroffen. Ja, du hättest dich halt nicht zur Hälfte rumdrehen sollen, sondern ganz. Aber krass, dass das Tourette tatsächlich die Waffe nicht beeinflusst. Wir haben uns letztens gefragt, was wäre, wenn man Jan einfach eine Knarre gibt? Wäre das eine gute Idee? Obviously nicht. Aber, also, ne, ich glaube, er würde tatsächlich damit klarkommen. Tatsächlich, ja. Also ich glaube nicht, dass es irgendwie Probleme machen würde. Weil er halt konzentriert ist, ne, ja. Das wäre fast wieder der Carsten gewesen. Das lustigste an dem Video ist Carsten bis jetzt. Ich glaube, dass der erste Treffer war auf Carsten auszusehen. Es ist so knapp die ganze Zeit, eine Real Talk. Ah, Hilfe! Habt ihr Tipps? Wer was? Wer meinst du, was gewinnt? Oh nein, der arme Digga. Gott. Wieso schießen die auf den Kameramann? Free Carsten. Alles okay. Oh nein, Marvin. Hab ich dich getroffen? Scheiße. Okay, jetzt habe ich ihn wütend gemacht. Wie heißt ein Kölner Gott mit einem Buchstaben? Andersrum gefragt, was sagen die Kölner in kölschem Dialekt zu Gott? J. J. Oh. Okay, ich hab verloren. Digga, ja. Tim kassiert die ganze Zeit, holy shit. Die Kugel kriegst du trotzdem. Ja. Okay, komm, schieß, mach's schnell. Mach! Ah! Ah! Mach das die ganze. Ja, das tut schon sehr weh, ne? Oh Gott. Checkt der irgendwas? Ah. Kann ich mehr. Ach, Junge, das kommt vom Shisha-Rauchen. Jan ist intelligenter, ja, obviously.
Ich glaube, die Kugeln werden lang. Was ist, wenn ein auf den Dick geschossen wird? Ist am knapp. Alter, ich hab mir gerade so den Arsch gerettet. Ich hab keine Kugeln mehr. Echt nicht? Nein. Okay, Pause, Jan. Also, wir spielen jetzt eine andere Spielvariante. Wir spielen jetzt so eine Art Capture the Flag. Aufgabe ist, ihr startet beide an euren Basis. Die Tasche wird in der Mitte des Felds deponiert. Mhm, eure Aufgabe klar. ist, diese Tasche zu erobern und zu euch in die Basis zu bringen. Ist die Tasche in der Basis, hat derjenige gewonnen. Okay. Natürlich. Okay? Wo ist die Basis? Das ist direkt in der Mitte des Felds, da gehen wir jetzt rein. Okay. Dann geht's schon mal auf Position, damit wir direkt starten. Und das Spiel startet beim Singen. Man hat dann wird er hart. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, man hat ja so einen Schutz davor, oder? Dass das nicht passiert. Oh mein Gott. Nur diese Sounds, direkt Horror. Würdest du auch Paintball spielen, auf jeden Fall. Gerne. Ah! Simone, danke schön für das Sub. Nee. Ich chill mal eine Runde, Alter! Ist es jetzt gut? Jan? Hallo! Hallo! Ey! Kev, dankeschön! Okay, er hat leider die Tasche. Ich hab meinen Paintball in den Dieb bekommen, hatte keinen Schuss, war nicht so schlimm, nur eine blaue. Aua! Aua, da hast du hab ich jetzt gewonnen? Ist es in einem Auto drinne? Wenn die Tasche in der Basis ist, hat derjenige gewonnen. Die Map ist sehr, sehr klein, finde ich. Dann kannst du die Tasche wieder in die Mitte tun. Ey, so viel Sport habe ich seit 3 Jahren nicht mehr gemacht. Ja, das merkt man. Was? Ihr könnt die Tasche auch gerne verstecken, wenn ihr wollt. Oh, ja, das ist auch geil. So, 3. 2. Oder die Map ist sehr klein. 1. Ne? Boah, ich hab so Glück, Alter, das ist nicht normal. Wo ist diese Tasche? Hab sie! Aha. Einfach Real Life Gulag, der Weiße. Ich erschreck mal ein bisschen. Digga, wie der außer Atem ist. Ist das anstrengend, Chat? Paintball ist schon anstrengend, oder? Ja, ne? Er liegt einfach am Boden. Hilfe! Au! Du Penner! Alter, direkt aufs Visier! Ist es nicht eigentlich so, dass wenn man getroffen ist, dass man raus ist? Du kannst ja auch in meine Basis reinlegen. Digga, wie er den da hält. Fuck, was mach ich jetzt? Aua! So geil zu sehen, wie Tim die ganze Zeit auf die Fresse bekommt. Gib mir mal kurz. Glaubt ihr, Paintball ist anstrengender als richtiger Krieg? Sekunde, ich kipp's sonst um. Du hast doch die Tasche gefunden. Ist schon gewonnen, oder was? Ja. Achso. So, vielen, vielen Dank, ihr beiden, dass wir hier drehen durften. Hat uns sehr viel Spaß gemacht. Zeig mal die blauen Flecken, cool. Komm, zeig die blauen Flecken. Ja, danke. Schade. Vielleicht wildes Ding, wildes Ding.